Ist Ihre Produktionsplanung einfach und effizient? Nein? Ich zeige Ihnen heute ein Tool, mit dem Sie Optimierungspotenziale in Ihren Prozessen erkennen können. Hallo, mein Name ist Daniel Wenzel, Projektleiter im Bereich Smart Industries und ich stelle Ihnen jetzt vor, wie unsere Software WaySuite Sie bei Ihrer Produktionsplanung unterstützen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind Produktionsleiter bei der Bagger AG. Viele Kaufteile wurden nicht geliefert und Sie sind in Rückstand geraten. Diese Rückstände sind noch nicht aufgelöst und Kapazitäten nicht geglättet. Und jetzt? Excel? Nicht unbedingt. Wir haben einen Algorithmus, der die Situation automatisiert auflöst, unseren Optimierer. Was macht der Optimierer jetzt in meiner Kabinenmontage? Vereinfacht gesagt, plant er alle Vorgänge ab dem heutigen Tag neu ein und nutzt die angebotene Kapazität optimal aus, ohne zu überbuchen. Die Berechnung dauert wenige Sekunden. Schauen wir uns die optimierte Situation auf unserem Arbeitsplatz an. Der Rückstand wurde aufgelöst und der Optimierer hat die Vorgänge exakt nach der gegebenen Kapazität geplant. Natürlich sind Termine, die an rückständigen Prozessen hingen, jetzt nach hinten gerutscht. Verspäten sich dadurch nicht meine Kundentermine? Grundsätzlich versucht der Optimierer, die Verspätungen zu minimieren. Es herrschte allerdings ein Konflikt konkurrierender Optimierungsziele. Wenn die Verspätungen egal sind und nur die Maschinen effektiv ausgelastet werden sollen, wäre das Ergebnis bereits optimal. Keine Verspätung zu erlauben ist allerdings eine andere Forderung. Dazu müsste man dem Optimierer zum Beispiel Kapazitätsverletzungen als Ventil erlauben. Das ist bei dem einen Kunden vielleicht möglich, bei dem anderen aber nicht. Und genau da sind wir beim Thema. Zwei verschiedene Optimierungen werden nie gleich sein. Hier muss das Know-how des Planers einfließen, denn nur der Planer weiß, nach welchen Zielkriterien und Regeln im Betrieb eingeplant wird. Dementsprechend stellen wir den Algorithmus kundenindividuell ein. Was, wenn Kunden unterschiedlich wichtig sind? Auch Prioritäten für Kundenaufträge kann der Optimierer berücksichtigen. Lassen Sie mich das im Extremfall die höchste Priorität zuerst veranschaulichen. Wir haben hier Kundenaufträge mit drei verschiedenen Prioritäten versehen. Die Prioritäten vererben sich auf allen Produktionsstufen. Jeder Fertigungsauftrag bekommt somit ebenfalls eine Priorität zugewiesen. Und zwar die des am höchsten priorisierten Kundenauftrags, den er beliefert. Im Belastungsprofil haben wir hier die Vorgänge von wichtig nach unwichtig mit grün, gelb und rot markiert. So sieht es vor der Optimierung aus. Jetzt lassen wir den Optimierer laufen. Diesmal haben wir eingestellt, auf Prioritäten zu achten. Und so sieht das Ergebnis aus. Der Optimierer hat Prioritätsblöcke gebildet, die einer nach dem anderen abgearbeitet werden. Was passiert, wenn dem Planer das Ergebnis nicht gefällt? Wenn das Ergebnis noch nicht optimal ist, kann der Planer manuell im Ergebnis kleine Änderungen vornehmen. Falls das nicht genügt, muss eingehender analysiert werden, woran es liegt. Nachdem der jeweilige Grund behoben ist, wird die Optimierung erneut angestoßen. Grund für ein ungewünschtes Optimierungsergebnis kann etwa eine schlecht gewählte Kontrolleinstellung sein. Oder es handelt sich um einen Fehler in den Stammdaten, zum Beispiel ein irrtümlich geschlossener Arbeitsplatz. Oder die Schichtplanung ist einfach ungünstig. Das Öffnen eines überlasteten Arbeitsplatzes für den Zweischichtbetrieb kann beispielsweise Wunder bewirken. Jetzt könnte man sich fragen, warum der Optimierer das nicht selbst erkennt. Das kann er auch, wenn man ihm die entsprechenden Regeln vorgibt. Eine Kundenauftragsverspätung kann zum Beispiel durch verschiedene Maßnahmen verhindert werden. Erhöhen der Kapazitäten, Stauchen der Durchlaufzeiten oder Nutzen von Sicherheitsbeständen. Für Ihre Optimierung müssen wir individuell festlegen, welche Maßnahmen getroffen werden und in welcher Reihenfolge. Sonst wird die Optimierung unerwünschte Entscheidungen treffen. Die grundlegende Aufgabenstellung sind in der Produktion aber für jede Firma gleich. Deshalb gibt es in unserem Optimierer einen Standardkern, der die meisten Fälle abdeckt. Falls Ihr Unternehmen Besonderheiten hat, die eine individuelle Einplanungslogik erfordern, erweitern wir die Software einfach für Sie. Wie können wir jetzt mit einer Automatisierung der Produktionsplanung bei Ihnen starten? Der erste Schritt ist eine Echtdatensimulation. Hierfür importieren wir Ihre Daten in die WaySuite und führen erste Planungsprozesse und Optimierungen mit Ihnen durch. So entwickeln Sie ein Look and Feel für die Software. Und wir werden die ersten Verbesserungspotenziale identifizieren. Gerne vertiefen wir dies dann in einem persönlichen Projekt mit Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.